Einen wunderschönen guten Morgen da draußen. Also auch an euch natürlich. Und herzlich willkommen zurück bei SOTF. Yo, die nächste Folge. Sein lieber Kumpel ist natürlich auch wieder da. Ach, Gott sei Dank. Und ich wollte mal schnell was gucken. Es werden das hier heute weitermachen. Das ist ja klar. Und ich weiß, ich muss noch dringend was trinken. Aber ich will mal schnell was gucken. Ich bräuchte mal dazu einen kleinen Baum. Jetzt wundert ihr euch. Was ist das denn? Warum ist es so unscharf? Hat irgendjemand von euch eine Ahnung, warum es so unscharf ist? Also ich rede jetzt mit euch beiden. Tja, ich weiß es nicht. Ah, hier, wir haben noch diesen komischen Anbau. Den haben wir bisher auch noch gar nicht gebaut. Ich wollte nämlich schnell mal was ausprobieren. Ich weiß auch nicht, ob das funktioniert. Warte. Ich glaube, ich brauche jetzt mal eine Axt. Warte. Ich habe dann nämlich so einen neuen Duplizierungsglitch gefunden. Dass es um Baumstämme geht. Das sollte eigentlich irgendwie so funktionieren, aber geht irgendwie anscheinend bei mir gar nicht. Hm, sehr komisch. Ja gut, dann ist es halt so. Wo ist denn... Ach, da hinten ist er. Na, alles gut bei dir? Ich hoffe mal ja. Komm mal mit, folg mir mal. Kannst du das lesen? Ja, er konnte es lesen. Er hat Adleraugen. Du hast jetzt mal eine kleine Aufgabe jetzt mal hier, die du mal für mich erledigen musst. Fäll mal bitte oder beseitig mal alles, was hier in diesem Umkreis ist. Wäre so meine Idee. Mach das mal für mich. Beseitige mal 20 Meter. Das müsste ja, glaube ich, ausreichen. Da hat er auch schon seine Axt bereit. Sehr gut. Da liegen auch schon wieder Steine. Ich will mir das mal kurz hier angucken, nach langer Zeit, wie ein Baum fällt. Ganz einfach, wir haben das schon so lange nicht mehr gesehen. Naja, hat der Gute ein bisschen was zu tun da hinten. Wir machen erstmal wieder hier vorne weiter. So, ich wollte noch ein bisschen die Dinger hier noch ein bisschen dekorieren. Ah, hi. Na, alles gut bei dir? Ich hoffe mal ja. Der Stein sah ja komisch aus gerade. Dann müssen wir denn auch noch die Baumstämme dann nach und nach hier mal vorbeibringen. Gehst du denn schon wieder hin? Ich weiß es gar nicht. Manchmal macht es schon interessante Sachen, oder? Boah, Alter, was ist das für ein Baum? Habt ihr das gesehen? Wahnsinn. Also der Kevin hat schon drauf, ne? Oh, stellt euch mal vor, es wird noch Galoppelhänse im Spiel geben. Das wäre auch geil. Das wäre schon cool irgendwie. Der würde auch so in der Entfernung wieder die ganzen Bäume wieder umreißen, ne? Jetzt macht das erstmal Kelvin. So, ich sammle erstmal hier wieder Steinchen. Mehr geht nicht. Okay.
So, dann machen wir uns auch hier natürlich auch so ein Tor rein. Das machen wir auch hier vorne. Also mehrere Seiten, wo wir dann reinkommen können. So. Wir brauchen unbedingt wieder Steintaschen, ne? Ja, also ich finde irgendwie schon. Jetzt mal einen Pilz essen. Sehr gut. Jetzt habe ich voll vergessen, die Minecraft-Musik wieder anzumachen. Das sollte ich mal noch dringend. Ja, obwohl ich habe ja gesagt, ich würde noch gerne in den Bunker wegen der Gitarre nochmal schnell reingehen. Das heißt, ich glaube, die Musik müsste noch mal ein bisschen warten. So. Ich finde es gut, dass die beiden sich da nicht verletzen können, weil das wäre schon ein bisschen unfair. Das kann ja zum Glück nur Gegner. Da drüben fehlen auch noch ein paar Steine. Achso, und wir selber können uns natürlich auch in den Dingern verletzen. Für die, die es nicht wissen sollten, aber wir können es auch. Ich muss gestehen, diese Stacheldinger, die habe ich mir im ersten Teil so gut wie nie gebaut, ne? Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie viel Schaden die gemacht haben im ersten Teil. Das weiß ich überhaupt nicht. Ich hatte immer so das Gefühl gehabt, die bringen, dass die irgendwie nichts bringen im ersten Teil. Diese Stachelteile hier. So. Oh, das ist doch schon mal nett aus, oder? Wie der Typ am Weiterfeld, ne? Ihn hält nichts auf. Achso, stimmt, wir sollten noch dringend was essen und trinken. Ich habe das schon wieder vergessen. So, nochmal mit hier. Nee, ich würde das denn gerne hier rein, also hier ran machen wollen. Ja, ich glaube, wir müssen das erstmal von hier hinten weitermachen. So. Oh, wo kommen die beiden denn her? Ach so, durch den Baum hier, verstehe. So, geht das hier noch mit der Linie? Oh, das geht sogar noch, cool. Okay, bei der Linie geht es weiterhin. Das ist ja schon mal sehr gut. Der lässt sich von nichts aufhalten. Der macht einfach immer weiter, der Typ. Ja, falls Gegner kommen sollten, dann werden wir die schnell auseinandernehmen. Garantiert. Alter, wenn er so weitermacht, dann gibt es bald keinen Wald mehr hier drüben, ne? Ist halt wirklich so, ne? Ich sag mal so, bisher sind ja kaum Bäume nachgewachsen, also. Das muss man ja auch bedenken. Nee, das ist falsch. Das ist richtig. Was weiß ich, ich trinke und esse mal schnell was. Habe ich hier was drin? Nee, habe ich nicht. Ich schau mal schnell bei unseren Drying Racks nach. Da haben wir, glaube ich, schon was draufgepackt, ne? Ja, der sieht schon fertig aus, oder? Ja, weiß nicht. Ja, doch, der war okay. Dieses Eichhörnchen da durchgekommen. Das hat sich gefühlt befreit. Sehr mysteriös. So, erstmal ein paar Stückchen trinken hier. Ah, sie trinkt auch was. Sehr cool. Ob der Typ da hinten erstmal weitermacht.
Pausen gibt's heute nicht. Die fallen alle aus. Ja gut, kriegt halt ein etwas höheres Gehalt, ne? Ist auch okay. Ich weiß, du kannst dich an den Dingern nicht verletzen, aber bitte pass einfach mal auf, ja? Sicher ist sicher. Jetzt mach schon mal ein paar Spitzen hier rein. Welche richtig Spitzen sind. Ja, der war wieder sehr witzig, ich weiß. So. Dass das Gegner kommen sollten, die kannst du ja gleich wieder abknallen. Das ist halt kein Problem. Huch. Ne, ich dachte, das macht jetzt auch erstmal lieber Pause. Alter, das hat der Typ alles alleine weggemacht. Also der ist echt schon der Burner, ne? Das muss ich echt mal sagen. Komm ich hier durch? Aha, Vorsicht. Spitze, spitze Stacheln. Der fährt die Dinge einfach in irgendwelche Richtungen, ne? Hauptsache, das sind einfach genügend Baumstämme. Naja, kann das immer alle einsammeln gehen und mich bringen. Was? Pfff. Als ob ich mich von den Dingen hab treffen lassen. Was ist das denn komisches? Ah, Schafgarben. Achso, der trinkt gerade was. Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert, warum er jetzt da hinten ist bei den Gewässerchen. Da muss man was trinken. Ja, auch ein Kelvin muss mal was trinken, das ist ja klar, ne? Sonst verdurstet uns halt der Junge hier. Und das wollen wir ja nicht. Achso, er macht die Büsche weg, ne? Okay. Habe ich das mit Gras nicht bei mir ganz hoch eingestellt? Warum ist das Gras hier auf Mitte? Finde ich ja komisch. Ich mach mal auf hoch. Ich glaube, so wollte ich das lassen, ne? Ja, sehe ich auch so. Ich würde mal sagen, wir spielen erstmal in nächster Zeit erstmal wieder ohne Filter. Damit wir mal wieder das Natürliche sehen. Kevin, bring mir mal... Mir geben eigentlich. Besorg die mal alle jetzt, die hier so rumliegen. Das wäre ganz nett von dir. Oh. Ey, Besuch. Endlich. Oh, da hinten auf dem Baum, glaube ich. Da war sie. Ich glaube, das war eine Kannibalin. Ich bin mir gar nicht so sicher. Was ist das? Ach so. Ah, das sind ja auch Ureinwohner. Alter. Da brauche ich ja schon fast gar nichts mehr erledigen. Die macht ja schon alles alleine hier. Ja, ich helfe mal ein bisschen nach hier.
Also würde ich ihr eine Schrotflinte in die Hand geben, die würde hier einfach alles aufräumen. Calvin? Hä, wo treibt er sich denn jetzt schon wieder herum? Ich frage mich echt manchmal, wo der einfach hingeht. Ich weiß es nicht. Wir hängen jetzt hier schon seit über 50 Folgen und wir wissen manchmal immer noch nicht, was er so tut. Ja gut, der war auch für eine lange Zeit ja nicht mehr da gewesen, deswegen. Das dürfen wir nicht vergessen. Ach, da ist er ja wieder. Ich glaube, er wollte was sammeln gehen. Aber ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Oh, da hinten. Oh, gehst das nieder. Okay. Das war bestimmt der Rest von dem Trupp gewesen. Also ich dachte, hinten wäre noch jemand, aber das war nur ein Vögelchen, glaube ich. Dass der keine zwei tragen kann wie ich. Das sollten die auch mal machen. Wäre schon ganz cool. So, dann mach ich mal wieder ein bisschen weiter hier. Dann passt es, glaube ich, ganz gut. Ja, so ungefähr. Ach du Scheiße, kommt der nächste. Moment. Baller mal. Oh, der Typ kommt. Ih, sein Arm. Dann kommt direkt die nächste. Ja, da komme ich nicht ran. Ah, doch. Ich komme ran. Ah, ich bin schon mit Taschen überfüllt. Da kann ich fast keine mehr nehmen hier. Wir sollten mal eingeborenen Fallen mal aufstellen, ne? Fällt mir ein. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wo die Kannibalin ist. Ach, da vorne. Warte mal. Ich stelle doch mal wieder ein kleines bisschen runter. Das machen wir auf Mitte. Das machen wir so. Schatten machen wir auf Mitte. Ja, ich denke mal, den Rest kann man glaube ich erstmal so lassen. Da haben wir auch wieder ein paar mehr Frames hier. Würdest du bitte weggehen? Ich muss hier weiterbauen. Danke. Ja, das mit dem Gras würde ich schon gerne auf ganz hoch eingestellt lassen, weil mir das Gras schon wichtig ist. Ja, das sieht doch viel schöner aus, oder nicht? Also ich finde schon. So, danke dir, mein Freund. So, dann machen wir hier dann gleich das erste Tor hin. Kann ich eigentlich auch mit der Katana? Oh, cool. Das geht auch. Sehr schön. Das ging im ersten Teil ja leider nicht mit den Katana. Virginia, was hast du da schon wieder gemacht? Warum ist sie so schmutzig wieder im Gesicht? Das ist wahrscheinlich auch das eine Hasengeräusch, was wir vorhin gehört haben. Ist also was von dem gegessen von den Typen? Calvin, ich glaube, du bist es auch Kannibale, habe ich so das Gefühl, ne? Mein Gott. Unser Freund, der Calvin, der ist echt schon witzig, oder? Ich hätte das mal viel früher machen müssen mit diesem Bug. Oder mit diesem Cheat oder was auch immer das ist. Ja, danke dir.
Nee, warte. Die Dinger müssen ja gerade sein. Ach komm, ich habe auch noch mal welche. Allein hinten liegen so viele von den Dingern herum hier. Ah, die müssen es echt mal machen, dass man, dass Calvin zwei Stück von den Dingern tragen kann. Also ich würde es viel besser finden. In meinen Augen. So. Und dann können wir offenbar gleich das Türchen machen. Kommt sie noch durch? Ja, und sie kommt noch durch. Ja, das mit der Mauer dauert halt ein bisschen, aber ich habe ja gesagt, dass es ein bisschen länger dauert hier. Und auch mit dem Turm später für den Gleiter. Das wird halt auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Gerade beschäftigt. So. Nee, da kannst du nicht mehr durch. Das ist schon zu eng für dich. Mhm. Mhm. Okay, alles safe. Ah, okay, wir können es nur so machen. Macht aber nichts. Ich lasse mal ein paar Baumstämme schleppen kommen. Kannst du mal ein bisschen hier auf die faule Haut legen. So, den mache ich auch mal weg hier. Calvin, du musst schon rumkommen, ne? Calvin, würdest du... Da drüben liegen noch Baumstämme, ne? Die kannst du mal schön besorgen für mich. Oh nein. Ey, das sind immer so viele von denen kommen, ne? Alter, ey. Ja, Calvin, ich hab's so gesehen. Boah, meine Güte. Am Ende bringen die mich noch ins Grab hier, die Dinger. Diese Babys. Warum sind das immer so viele von denen? Das verstehe ich nicht so ganz. Hm, dankeschön. Das ist noch ein Baby. Ich höre es. Ach, hier. Sei leise, mein Kind. Sei leise und schrei nicht. Ich dachte noch, dass eine lebt. Die ist aber tot. Wo ist er denn jetzt schon wieder hingerannt? Schon wieder was zum Trinken holen, oder? Oder hat er mir jetzt einen Fisch geholt? Das ist aber eigentlich gar nicht. Ne, da vorne ist er wieder. Okay, aber für einen Baumstamm. Ja, wäre schon ganz gut, dass er wirklich zwei tragen könnte. Das würde ich mir auch mal noch wünschen. Dann gib mal her hier. Danke dir. Aber das kann ich mal ausprobieren hier vorne. Ach, es geht nur da, okay. Das passt perfekt, guck mal. Das klappt ja super. Da fehlt nur der Sound. Wenn man so ein Tor aufmacht, da fehlt mir der Sound drin. Das Ding ist mir noch zu schweigsam. Aber gut, dass es die Dinger jetzt endlich gibt. Also kann man sich endlich sicherer fühlen hier. Was auch sicher ist, dass ich auch mal gleich nochmal einen Fisch verputzen werde. Das werden wir auch gleich machen müssen.
Calvin, komm mal rum hier. Du alte Socke. Ach so, da ist er ja schon. Ja, okay, er muss wieder eine Pause einlegen. Hallo. Ich weiß gar nicht, wann wir unsere nächste Erkundungstour machen sollten. Ich weiß gar nicht, ob ich den da mitnehmen soll oder hier lassen soll, den Typen. Ich weiß es noch gar nicht. Ja, finde ich auch ganz cool, dass man auch hier die Spitzen reinbauen kann. Finde ich sehr, sehr gut. Moment. Das ist einer der Gründe, warum ich Gebäudeschaden lieber auslassen haben möchte. Nicht, dass ich so ein Ding auszusehen treffe und dann... Naja, ist Fujikawa angesagt. Ich bin jetzt gerade mal überlegen, ob es in die Richtung... Nee, warte mal, warte mal. Wir machen das nochmal ein bisschen anders. Ach, bei dem einen sind da schon die Stacheln drin gewesen, stimmt ja. Ach, du bist es schon wieder, okay. Ja, muss halt ein bisschen krumm und schief machen, aber... Ich hoffe, das macht nichts. Schon wieder den Elektroschocker zeigen? Meine Gute, da waren wir schon mindestens 10-mal gewesen. Also du wolltest mich schon mindestens 10-mal dahin führen. Sorry, habe erstmal ein Stückchen Wasser getrunken. Mir ging es heute nicht so gut. Wo kommt der denn her? Den habe ich ja gar nicht gehört. Und ich stehe wieder auf. Ich helfe mal. Ah, da kommt der nächste. Ah, das ist die nächste Patrone, die gleich angreift. Verstehe. Boah, heftig. Komm, wir machen auch mal ein bisschen Fernkampf. Oh, geiles Teamwork. Cool. Mit dem Pfeil und mit der Kugel gleichzeitig getroffen. Das war geil. Cool. Sehr, sehr genial. So, hier würde ich dann das nächste Tor hinmachen wollen. Aber erstmal muss das Ding hier verschwinden. Der muss auch weichen. Ja, die Baumbrücke machen wir noch hundertprozentig. Da werde ich aber heute zu nicht mehr kommen. So. Ja, danke. Ich muss ihm mal schnell sagen, Kevin, bleib. Nee, mach mal Pause. Hast du sie verdient, mein Guter. Denn ich wollte jetzt nämlich schnell zum Bunker hingehen. Ich speichere mal lieber nochmal schnell davor. So. Ich nehme mal ein bisschen die Esskammer fertigstellen. Und hier würde ich schon mal ein bisschen was anpflanzen. Was haben wir denn Schönes? Brombeeren. Aloe Vera brauchen wir. Da kann man dooferweise leider nur eine Pflanze reinpacken. Für den Moment. So, jetzt haben wir schnell den Fisch hier. Aber wir können auch einen Bunker speichern, ne? Das wäre auch möglich. Wenn ich da vorne schon wieder einen gewissen Herren sehe. Daneben? Als ob. Boah. Jetzt wollte ich eigentlich gar nicht kämpfen, aber egal, es hat trotzdem funktioniert. Wie geil.
Ja, sind heute wieder ein paar mehr unterwegs hier. Ich glaube, letzte Folge war ein bisschen ruhiger. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. So, müssen wir in die Richtung. Der Kelvin, der holt auch schon wieder ab hier. Ich weiß gar nicht mal warum. Kann man nicht mehr einen Song über Kelvin machen? Ah, stimmt, wir haben noch das Lagerchen hier. Das habe ich voll vergessen. Kann ich auch mal schnell was mitnehmen? Schade, dass es noch kein Flaggern gibt. Ich würde mir eine Flaggern wirklich noch wünschen. Da kommt einer mit dem nächsten Update. Mal gucken. Weil ich fand die im ersten Teil schon ziemlich cool. Ja, und ich muss sagen, die Flaggern gehört für mich einfach zu Forest mit dazu. Irgendwie, weil die schon seit Anfang an mit bei ist. Ich glaube sogar schon seit der 01er-Version. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Aber ich glaube, das könnte hinkommen. Stimmt, eigentlich kann man sogar dem Fluss hier folgen. Weil da ist nämlich der Bunker gleich. Also wir können uns eigentlich direkt immer an unserem Fluss hier orientieren. Weil der ist ja direkt neben unserer Basis. Und da ist ja eh schon der Eingang. Da ist noch ein Hase. Ja gut, und in fast einer Woche kommt ja schon das nächste Update. Da kann man dann gespannt sein, was denn da auf einen zukommt. Boah, ich bin mal gespannt, ob wir jetzt auch in diesen einen Raum jetzt reingehen können, ne? Der noch zu war. Unten. Müssen wir mal gucken. Oh, richtig spooky hier wieder. Ah, da war auch wieder Bolzen, stimmt ja. Voll vergessen. Ich mal einpacken hier. Ja, die nehme ich auch sehr gerne mit. Kann es zwar nicht genau drauf erkennen, was da steht, aber das ist auch mit dem neuen Update gekommen. Denn es gibt irgendwie, ich sag mal, Infos zu dieser geheimnisvollen Person, die wir beim Flugzeugabsturz einmal in diesem Bunker gesehen haben. Wo dieser Riesenblob da war, ne? Wo Timmy ja gegen ihn gekämpft hat. Da haben wir diese Person nochmal gesehen mit irgendwelchen Sicherheitskräften. Da stehen irgendwelche Infos zu dem Typen da drauf. Hast du was? Ich kann es überhaupt nicht lesen. Ich weiß gar nicht mal warum. Finde ich ja sehr, sehr komisch. Da war noch den Sanitär. Was ist das so? Sanitizer, glaube ich. Ja, gut. Ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da holen wir dann schon die Gitarre und dann gehen wir wieder zu unserer Basis. Okay, dann bis später. Ciao, ciao.